Dr. Jensen, Zuchtleiterin des Pferdestammbuchs und Chefin dieser Veranstaltung. Die Körung ist zu Ende. Fällt der Stress jetzt so allmählich ab? Ja, nach dem letzten Schaubild dann ganz bestimmt. Und welche fachliche Bilanz ziehen Sie nach den drei Körungstagen? Ja, es waren viele Hengste da mit guter Qualität. Natürlich gibt es immer mal den einen oder anderen Abstrich, aber tolle Züchter, die wirklich alles gegeben haben, um ihre Hengste hier gut zu präsentieren. Wir haben ja in diesem Jahr auch wieder neue Pferderassen dabei gehabt. Eine, Camargue-Pferde, die kommen vom Rhone-Delta. Da gibt es eine engagierte Züchterin inzwischen hier auch im Norden. Wie waren da die Erfahrungen? Die richterliche Entscheidung war 50-50. Einer von den beiden Hengsten kam durch und wird dann sicherlich dort auch weitergehalten. In einem Jahr wird hier in der Halle die nächste Körung stattfinden. Wird es Veränderungen geben oder bleibt dann alles beim Alten? Es gibt natürlich immer Nachbesprechungen von solchen Veranstaltungen, immer Dinge, die man verbessern kann. Grundsätzlich können wir an Körungen nicht viel verändern. Die Abläufe sind relativ fixiert und auch im Moment, glaube ich, gut so, wie wir das hier handhaben mit den beiden Tagen. Und ja, Schauprogramm immer. Die Leute und die Züchter möchten auch gerne zeigen, was ihre Pferde und Ponys können. Ich habe in den Tagen hier mit Züchtern gesprochen, deren Hengst nicht gekürt worden ist. Trotzdem waren sie hochzufrieden, weil sie mir gesagt haben, dass die Pferde einfach hier Erfahrungen einer solchen Veranstaltung machen. Können Sie das nachvollziehen? Das ist natürlich, das sind Erfahrungen für junge Pferde. Das vergessen die nicht. Das ist ja auch nicht negativ. Die sind erfahrener geworden, sind ausgebildet. Es kann gleich weitergehen mit denen, egal wie, was sie mit denen machen wollen. Also das ist für die Züchter schon auch immer ein Highlight, hier anwesend zu sein.